Okay, alle sagen, ich soll mir das angucken. Bin ich mal gespannt. Ja, also ich um Maus und Tastatur, Digga, das ist halt einfach. Jetzt schieß auf das fliegende Ziel. Welches fliegende Ziel, Bruder? Hä? Schleich dich an, um deine Schritte zu dämpfen. Was ist denn Umschalt links? Ja, ja, moin. Gut, geht klar. Klappt, oder? Warum gibt's denn. Piss dich. Oh, wie geil, Digga. Wie geil. Feier ich auch unnormal, dass Montes so lost ist. Oh, was? Da bin ich. Ich bin auch so lost. Piss dich. Bisschen lauter. Fast so gut wie Trimax, Kapi. Komm her, Don! Trimax hier! Ich bin's, Trimax! Moin, Leute, ich bin's, Trimax. Da kommt noch ein paar Platte. Ja, moin, moin. Cindy spielt auch. Moin, Cindy. Aber wenn du bereit bist, wartet die Front auf dich. Willkommen in Valorant. Alter! Sorry, dass das so. Digga, ich werde in diesem Spiel so untergehen, Livestream. Okay, now. Hello, my friend. Yeah, hello, hello. My first round. Really? Yeah. So, und das verstehe ich nicht. Ich habe niemals einen Spieler auf meinem Level oder auf Montes Level in Valorant gefaced. Die gibt es. Die gibt es. Aber ich krieg nur Shroud als Gegner. Nur. So, was ist das? Oha, Digga, er hat hier alle Hits von. Pass auf, Digga! Boah, was ist los, Digga? Man kann nicht mal sprinten, was ist das? Oh nein, all eyes on me, Bruder, ich muss los! 1 gegen 4, Alter. Hör auf, Mann, ey, wir sind alles solche. Shit. Hat Monte mal Counter-Strike gespielt? Also, alle wissen, ich hab nie Counter-Strike gespielt, aber Monte, hat der mal Counter-Strike gespielt? So ein bisschen? Mal eine Runde nur? Nee, auch nie? Gibt's so ganz wenige Gamer, die nie Counter-Strike gespielt haben, ne? Das ist so ein Standard, das hat eigentlich jeder mal gezockt. Aha, jetzt hier die dicken Geschütze. Guck mal, jetzt hole ich dir die Sniper-Ringo raus. Hier, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Puh, Baby, da sehe ich mich drin. Pass mal auf, wie der Boss sowas macht. Wie viele Live-Zuschauer hatte Monte im ersten Valorant-Stream? Mir kommt das so lahmarschig vor, Bruder. Das war aber. Hab ich da einen Kill gemacht? Oh mein Gott, ich bin Alekte! Das war aber ganz schön. Ich hab ihn so weggefickt! Oh, Baby! Ich geh wieder mit der Sniper. Mir kommt jetzt aber voll langsam. Ich weiß nicht, was er von mir will, Digga. Okay. Pass auf, ich guck. Digga, das ist. Das ist. Ich fühle Monte so hart. Wow. Da kommt einer. Peek, peek, peek. Oha. Digga, wie schnell man down ist in dem Game. Das geht ja sogar noch. Das geht ja sogar noch. Decke Gebiet auf. Oh mein Gott. Keine Ladung. Was hat er geschluckt? Ziel auf den Kopf. Ja, ich weiß. Oha, wir haben eine Runde gewonnen. Mashallah. Okay, die gehen alle da längs. Oh, das ist Spike. Was wird er mit Spike? Boah, ist das Horace? Gut, Alter. Horace ist Spike. Jetzt mag ich Monte noch mehr. Der ist einfach genauso scheiße wie ich in Valorant. Wahnsinn. Er ist so getriggert von mir. Er ist so getriggert von mir, Bruder. Ich weiß nicht mal, was er von mir will, Digga. Er ist einfach dieses Maximale getriggert. Reinscopen oder nicht reinscopen? Das ist die Frage, Livestream. Nicht reinscopen, okay. Ey, sind die Leute bei Monte eigentlich auch sauer? So, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur auf dem Boden scope, damit ich mir Sicht habe, weil die Waffe nicht blockiert und ich gucke die ganze Zeit nur die Leuten auf die Füße und sowas und alle rasten aus, du bist Lost Trimax, du bist so scheiße. Bei Monte ist das egal einfach. Scheiße. Die werden gebannt, na gut, das geht natürlich auch. Sonst bannt er die weg, ist gut. Ach Digga, ich fühle mich verloren in dem Spiel. Ich fühle mich echt verloren in dem Spiel. Ich hab auch keiner. Ein Gegner übrig. Oha, den pushe ich. Den pushe ich, Digga, auf dieses Intelligente. Warum noch kann 30 Sekunden. Ja, alles gut. Warum kann ich nicht sprinten, Digga? Der ist doch hier hinten. Dann mach ich den rotierenden Hasen, Digga. Och, Mann, ey! Ach, Mann! CK!
Kerre mal nach Keudum, Digga. Ja, der ist in der Ecke, rechts, da in der Ecke! Oha, er ist gut. Ihr habt mir Scheiße erzählt, Leif. Ich kaufe einfach alles, weiß nicht, was ich mache. Ihr habt mir Scheiße erzählt. Er hat reingescoped. Hätte ich reingescoped, hätte ich ihn auch eben geholt. I'm sorry, my friend. Warum ist das so geil, Digga? Nein, okay. My last game I played on PC was PUBG. I'm normally only PS4 player. It's okay. My last game was Overwatch, so I don't mind. Okay, thanks. Ja, Freunde, der ist korrekt zu mir und er versteht alles, was ich sage. Merkt ihr das? Er versteht die Sprache, die ich spreche. Warte mal. Ich mache jetzt hier diesen intelligenten Hasen. Decke Gebiet auf. Ja. Aha. Da ist keiner, Digga. Oh. Wie, von was denn? Von was denn? Wo denn? Wo denn? Wie denn? Von was? Wie, was stöhnst du da rum? Kann ich hier mir irgendwie nicht heilen oder so? Keine Ahnung, wie das geht, Alter. Das ist gut. Seh, ihr labert doch. Ah, doch, ja, never mind, Digga, wahrscheinlich. Was ist das? Mal weggedreckt. Ach! Weil ich eine Taste gedrückt habe, die im Chat war wieder, Digga. Das ist krass, wie wir genau. Bin so lost in PC-Games, Digga. Mit Sniper war gut, da habe ich den ersten Kill gemacht, Digga. So, Heidi, wo wollen die denn hin, die Jungs? Wie, bitte, ja. Okay. Wie gut ist das einfach? Kommt hier. Also ich weiß auf jeden Fall. Da wird lang einer pieken. Peek. Peek. Bereit fürs Höllenfeuer. Ich werd gleich von links gefickt. Oh, das schmeckt. Ich hab's ganz genau gewusst, Digga. Du kleine Kachi, hä? Hast da den Kopf ein bisschen zu weit rausgestreckt. Mäuschen, hä? Hast den Kopf da zu weit rausgestreckt? Decke Gebiet auf. Mhm. Bruder, wo geht's denn hier längs an meiner Keule um? Digga, ich bin so lost und lauf hier hinten rum, Digga. Meine Teammates denken auch. What the fuck? Was ist das? Ich rotiere, ich mach den rotierenden Hasen, Jungs. Ich bin für mein Team da. Er war direkt vor mir, warum konnte ich schießen? Alter! Ah, mit der Sniper, da sehe ich mich. Das ist nicht schlecht. Oh, Baby, der echte. Freunde, was haltet ihr davon, hä? Adiala, komm. Sehr gut, Digga. Auf was schießt du? Was? Den Tod fühle ich so sehr. So bin ich auch schon so oft gestorben. Was für eine Scheiße. Wie kann man da ruhig bleiben? Spur, glaubt ihr... Hier nehmen wir den nochmal. Schluss, Digga. Wird der nochmal Valorant zocken? Nicht schleiß, ja, Digga. Decke Gebiet auf. Hab sie gefunden. Drei Stück. Ja, glaub schon. Nee, Digga, safe nicht, nein. Spieler. Ach, bisschen Arsch, ey. Ich kotze da so ab, wenn ich das sehe. Bin einfach aber ich fühl zu sehr. Bin einfach zu wack in dem Spiel. Und alleine mit irgendwelchen Randoms ist halt auch, Digga, ne? Aber also, ich sehe das Potenzial in dem Spiel, definitiv, ne? Boah. Ja, GG. Angreifer gewinnen. GG. Was erwarte ich von mir selber? Das ist meine erste Runde, ne? Aber ich werde rausquitten, Digga. Bockt sich an zuzuschauen. Das war die erste. Machen wir es so, Livestream. Das war die erste Proberunde. Hat Spaß gemacht vom Dinger. Ich guck mal, dass ich für Sonntag, whatever, oder nächste Woche Solution, Elo Tricks und so an den Start hole. Aber jetzt solo die ganze Zeit mit Randoms zu zocken, habe ich keinen Bock drauf, Digga. Digga, das war ein geiles Video. Das war einfach geil. Übel geil, dass einfach totaler Controller-Main ist. Damit sammelt er nochmal so viele Pluspunkte bei mir. Controller-Mains sind einfach geil. Klar, es ist wack, Konsole, kacke. Aber wenn du einfach scheiße mit Maus und Tastatur bist, dann ist das einfach geil. Das ist einfach ein Lifestyle, den muss man leben. Findet Aqua auch. Oh ja, Aqua findet das auch, definitiv. So Leute, gucken wir uns kurz an. Immer geil. Wie heißt die Folge? Jodel. Jodel kenne ich. Mein Bruder tatsächlich mal viel benutzt. Erstmal im Prinzip Like, sorry, ist so. Heute ist endlich wieder soweit. Heute wird wieder gejodelt. Aber bevor wir anfangen zu jodeln. Es reicht einfach. Es ist einfach schon immer witzig. Er hat diese richtig alten Bilder von Monte, diese richtig alten Bilder von Nico, diese Scheiß. Also das reicht einfach schon als Gag. Einfach das einblenden. Das reicht. Das ist einfach dann schon gut.
Aber bevor wir anfangen zu jodeln, erstmal Werbung in eigener Sache. www.unsympathischer.de. Gönnt euch jetzt das limitierte Charity-Shirt. Das Sweatshirt mit buntem Stick. Den neuen Hoodie mit buntem Stick. Die Geh-Weg-Fußmatte. Nur solange der Vorrat reicht. Kuss an alle, die supporten. Ich würde sagen, erster Jodler, let's go. Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln. Nur später. Simon? Esst mehr Tiere. Nur noch dreimal rausgehen, dann ist Weihnachten. Dieses Jahr wünsche ich mir. Last Christmas, I give my heart. Gestern neuen Staubsauger gekauft. Freundin saugt das erste Mal und motzt. Der saugt total schlecht. Viel Glück euch beiden noch. Gibt nichts Schlimmeres als Frauen, die einen beim und Leute, Trimax hier küssen wollen. Was soll das denn jetzt? Warum? Beim und Leute, Trimax hier küssen wollen. Schwöre, chill doch. Ich hab eine Freundin. Nico? Und jetzt guck mal erstmal, wo hier die Mädels rumlaufen, ja? Kandidat, was würden Sie mit der Million machen? Jauch, zu den anderen legen. Günther Jauch fährt 100%ig Porsche Cayman S. Kinder 2040, ich würde gerne Jura studieren. Du übernimmst den YouTube-Kanal deines Vaters und damit basta. Moin, meine aktiven Freunde. Habe mich erst gefragt, warum das Brot von Oma so Ey, das ist so schnell geschnitten, Mann. Ich muss das nochmal sehen. Achso, hier, das sieht er gar nicht. Hinter mir ist noch. Hinter mir ist noch ein Aschenbecher. Stark. Habe mich erst gefragt, warum das Brot von Oma so schön weich ist. Jetzt wurde mir klar, dass ich Zitronenkuchen mit Putenbrust esse. Nee, das sowas finde ich eklig. Guten Appetit, Digga. Tinder-Date, mit dem ich mich öfters getroffen habe, ruft an und beginnt das Telefonat mit: Ich muss dir dringend was sagen. Mein erster Gedanke: Corona. Ja, Leute, ich werde Vater. Corona hätte es auch getan. Nico? Bro, ich hab die geschwängert. Ab in Knast. Mutter, und du gehst nicht mit deinen Freunden in den Park. Bruder, aber Mama, ich hätte... Papa brüllt aus dem Arbeitszimmer. Hätte Infektionskette. Schluss jetzt hier. Dann bleiben wir halt daheim und machen TikToks. Krass, wie viele noch genau wissen... Ey, TikTok ist doch einfach auch so wack, oder? War das Papa Platte einfach... An TikTok? Oh, es ist schön. Es ist einfach schön. Es war Papa Platte, ne? Hat er echt einen TikTok-Channel jetzt? Krass, wie viele noch genau wissen, seit wie vielen Tagen sie daheim sind. Ich bin froh, dass ich weiß, dass heute Sonntag ist. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nennt man auch den YouTuber-Lifestyle. Ja. Ganz toll. Kann ich nur komplett unterschreiben. Jetzt wisst ihr, wie es ist. Es ist geil, keine Frage, aber freut ihr euch noch mega mordshart, wenn Freitag ist? Sag mal ganz ehrlich, macht ihr jetzt hier, schmeißt ihr Ordner in die Ecke, geil, Freitag, Wochenende? Oder ist es euch gerade, macht's keinen Unterschied? Heute noch einen Termin zum Haare schneiden frei. Puh, schwierig, wir hätten nächste Woche Donnerstag um 11 Uhr. Ich bin privat versichert. Was? Wer wird Millionär? Das ist gut. Das Jodel ist ja übel die geile Plattform. Scheiße, das hat mein Bruder vor 3 Jahren benutzt, ich hab ihn ausgelacht, weil er... Ich sagte, das ist dumm, aber es ist nicht dumm, das ist lustig. Also ein bisschen Club-Feeling hat man ja schon, wenn man beim Einkaufen an der Einlassschlange steht und der Security-Mitarbeiter einem zunickt, dass man jetzt rein darf. Eine Hausverbot. Ich versuche seit 2 Minuten eine Plastikverpackung aufzureißen. Meine Freundin, mit dem Aufreißen hast du es wohl nicht so. Ich... Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Boah, was? Wie gruselig ist das denn? Stell dir vor, auf einmal kriecht so ein Dings. Das sieht ja aus wie eine riesige Spinne, dieser Storch, Alter. Boah, guck mal das Auge, wie gruselig die aussieht. What the fuck, Alter. Oh, Scheiße! What? Hat der eine Vogelfobie? What the fuck? Das haben wir doch hier bei Unusual Memes gesehen. Oh, Scheiße! Hä, ist das verarscht? Ist das Verarsche? Vielleicht war das eine andere Szene und die haben nur den Vogel... Holy shit! Crazy. Ja, geiles Video. Einfach geiles Video, Sascha. Fertig. Okay? Danke. Danke dafür. Bitches, fantastisches Meisterwerk.